Okay, Uwe, 2:0 verloren heute hier bei Arminia Bielefeld. Auch wenn man relativ viel Ballbesitz hatte, von außen wirkt es so, als ob man ein bisschen mehr Spielanteile sogar hatte, war die Niederlage schon verdient, denke ich. Was war der Unterschied zu Bielefeld heute? Ich muss ganz klar sagen, dass aus meiner Sicht hier ein Klassenunterschied zu sehen war in allen Belangen. Und da mag Ballbesitz immer eine ganz nette Statistik sein, aber das ist eigentlich der Bereich, auf den ich am wenigsten Wert lege in solchen Spielen. Ich glaube, dass wir heute in Bezug auf das Zweikampfverhalten in einigen Situationen zum einen wirklich an unsere Grenzen geführt wurden, dass wir zu langsam reagiert haben, dass wir uns auf neue Situationen nicht schnell genug eingestellt haben, dass man leider Gottes dann auch in vielen entscheidenden 1-gegen-1-Situationen um die Box herum in beiden Strafräumen eben unterlegen waren. Deswegen täuscht mit Sicherheit de facto Ballbesitz über den tatsächlichen Spielverlauf hinweg. Denn Arminia hat uns relativ früh zurechtgelegt und 2-0 Führung im Rücken gehabt. Und da ist es dann klar, dass du eine Mannschaft für uns auch ein bisschen kommen lassen kannst, um uns dann auszukontern. Das ist in der zweiten Halbzeit auch einfach passiert. Und wir haben es ja am Ende einem sehr, sehr starken Poggenburg und auch ein Stück weit der Fahrlässigkeit der Bielefelder vom Tor zu verdanken, dass wir ja nicht höher verloren haben. Es gab eigentlich zu keiner Phase so ein realistisches Szenario, wo wir hätten einen Anschluss machen können. Du hoffst natürlich immer über zweite Bälle, dass da mal was bei rausspringt. Aber am Ende muss man ganz klar sagen, so eine richtige Druckphase, wie wir sie beispielsweise gegen Chemnitz nach dem 0-2 hatten, die haben wir heute nicht auf uns gespielt. Du hast gerade bei der Pressekonferenz gesagt, dass wir viele Spieler haben, die noch nicht so die Erfahrung in dieser dritten Liga haben. Bielefeld ist das natürlich schon komplett anders, die haben auch höherklassige Erfahrung. Ist das so ein Unterschied, dass man heute quasi keine neue Lösung gefunden hat? Naja, der entscheidende Unterschied ist für mich einfach die Qualität der Spieler. Und die Spieler, die zum Teil höherklassig gespielt haben, die haben im Regelfall einen Nachweis über einen längeren Zeitraum erbracht, Profifußball auf hohem Niveau spielen zu können. Und das ist für uns dann eher Spieler aus den Regionalligen entwickelt haben, logischerweise ein Anpassungsprozess. Aber eins ist auch klar. Es ist mit Sicherheit zu verzeihen, dass in einer grundsätzlichen Ausgangssituation wir bei Arminia Bielefeld verlieren und möglicherweise auch chancenlos sind. Trotz alledem muss natürlich der Anpassungsprozess an diese Liga relativ schnell gehen. Denn die Arminia wird mit Sicherheit auf Strecke eine Spitzenmannschaft sein. Die sind nicht umsonst einer der absoluten Top-Kandidaten für den Aufstieg. Auf der anderen Seite haben sie eben auch erst 4 Punkte gehabt vor dem Spiel, standen hinter uns. Wir haben 2 Mannschaften bereits gewonnen und wir waren heute nicht in der Lage, ihnen wirklich weh zu tun. Und das ist der Faktor, der mich am meisten eigentlich negativ stimmt, dass wir heute hier zu keiner Phase diesen physischen Faktor auf den Platz gebracht haben. Also um es mal ganz platt zu formulieren, die haben heute hier ein relativ bequemes Spiel gehabt. Es gab kaum dreckige Aktionen von uns. Und wir sind vielfach hinterhergelaufen, haben in 2 Kampfsituationen in Kürzung gezogen. Und das ist natürlich ein Szenario, was wir uns schnellstmöglich wieder abgewöhnen müssen. Denn wenn wir eine Chance haben, in der Liga zu überleben, dann nur über diese Faktoren Kampf, Zweikampfstärke, Laufbereitschaft und die anderen Kriterien, die können dann auch mal dazukommen. Aber es ist natürlich absurd zu glauben, wir können hier mit viel Ballbesitz an hier Bielefeld bespielen. Das war nicht der Plan, das darf am Ende in solchen Spielen noch nie der Plan sein. Okay, jetzt geht es am Dienstag direkt weiter mit dem nächsten Duell gegen Osnabrück. Wie weckt man jetzt die alten Fortuna-Tugenden möglichst schnell? Ja, es ist uns nach dem Spiel gegen Groß Asbach auch sukzessive gelungen. Das bedeutet logischerweise jetzt auf der einen Seite schon, dieses Spiel vernünftig aufzuarbeiten, aber dann einfach auch mal zu akzeptieren, dass wenn bei einer Mannschaft wie der Arminia sehr, sehr viel Positives zusammenkommt und bei uns sehr, sehr viel Negatives, dass man dann eben keine Chance hat zu punkten. Und das ist eben nicht jedes Wochenende so. Die Osnabrücker kommen jetzt auch mit einer Derby-Niederlage und nicht allzu vielen Punkten auf dem Konto zu uns. Das war ein ähnliches Szenario wie heute vor dem Spiel, mit einem Unterschied. Wir haben ein Heimspiel und in den Heimspielen haben wir bis jetzt eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Aber jetzt geht es natürlich auch darum, nicht nur vernünftig zu spielen, sondern vor allen Dingen zu Hause mal ans Punkt zu kommen. Das ist auch klar, wir werden auf Dauer, wenn wir eine Chance in der Liga haben wollen, das nicht über sehr, sehr hohe Zahl an Auswärtssiegen schaffen. Wir müssen dann auch schon mal zu Hause anfangen, dreifach zu punkten. Und das müssen wir gegen Osnabrück logischerweise schaffen. Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass Spieler zurückkommen, dass wir Spiele heute auf dem Platz gestanden haben, am Dienstag in einer besseren Form haben. Und dann sind wir mit Sicherheit nicht chancenlos. Aber dass das wieder eine sehr, sehr hohe Hürde wird, das versteht sich von selbst. Ich möchte nicht permanent diese Leier runterrasseln, nicht zu vergessen, wo wir herkommen und wie unsere Kaderstruktur ist, auch wie unser Umfeld aussieht. Ne? Also ich will einfach mal sagen, Arminia Bielefeld ist heute vor dem Heimspiel im Hotel und wir fahren 3 Stunden Bus, um hier Fußball zu spielen. Das sind natürlich Unterschiede. Die machen sich normalerweise in diesen 90 Minuten nicht in dem Maße bemerkbar, dass du sofort ein Alibi dafür hast, warum das Spiel so gelaufen ist. Aber es sind einfach Unterschiede. Und die Faktoren, die müssen wir immer
immer wieder mitberechnen. Wir sind kein Verein, der aus der vierten Liga aufgestiegen ist und den höchsten Etat bewegt und den Kader komplett ausgetauscht hat, wie das beispielsweise Red Bull Leipzig im letzten Jahr gemacht hat, sondern wir sind eben eine Truppe, die sich sukzessive entwickeln muss. Aber diese Entwicklung, die darf eben nicht so langsam vonstatten gehen, dass wir irgendwann den Anschluss verlieren. Das ist klar. Okay, danke dir.